Überleg doch einfach mal, wenn du mit jemandem redest, was möchtest du da in erster Linie? Richtig, exakt, dass dir jemand zuhört und dass er auch bereit ist, diesen Worten Folge zu schenken, sie zu verstehen. Und was ist, wenn jemand mit dir redet? Genau das Gleiche. Er möchte, dass du ihm Aufmerksamkeit schenkst und auch die Worte, die er ausspricht, verstehst. Aber warum machen die wenigsten Menschen da draußen genau dieses? Warum stellen die sich quer? Warum stellen die sich quasi dir in den Weg? Du merkst eigentlich nur, ob jemand dir zugehört hat, indem du mal wirklich testweise Fragen stellst, ob er das verstanden hat. Und wenn jemand nach 2 oder 3 Minuten schon wieder eine Frage dir stellt, die er davor entweder von dir beantwortet bekommen hat oder umgekehrt, du hast diese Frage ihm beantwortet oder was auch immer, dann weißt du auf jeden Fall, der ist komplett neben der Spur. Was hältst du dann da von solchen Situationen? Ich persönlich, das weißt du auch, wenn du meine Videos verfolgst, halte da 0% von, einfach mit dem Hintergrund, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was du einem Menschen entgegenbringen kannst. Ehrlichkeit und vor allem auch Verständnis. Und hör doch mal den Leuten zu, die wirklich mit dir sprechen und die was äußern und einen Wunsch haben, eigentlich diesen Wunsch, was ich gerade gesagt habe, zugehört bzw. verstanden zu werden. Und wenn du das nicht machst, wenn du es nicht verstehst, dann sprech doch einfach nicht mit Menschen. Beziehungsweise hör dir nicht zu oder tu so, dass du mit denen interagierst, dem zuhörst oder was auch immer. Das klappt nicht. Das findet auch gar nicht statt. Denk da einfach mal dran an diese Worte und bis dann.